4. Oktober 1992. El Al Flug 1862 war ein Frachtflugzeug der Baureihe Boeing 747, das vom New Yorker John F. Kennedy International Airport zum Amsterdamer Flughafen Schiphol unterwegs war. Obwohl alles normal schien, hatten die Piloten Probleme mit dem Autopiloten des Flugzeugs, was zu Fluggeschwindigkeitsschwankungen führte. Außerdem gab es Probleme mit dem Funksystem des Flugzeugs. Darüber hinaus schwankte auch die elektrische Spannung des Generators von Triebwerks Nummer 3. Gegen 14.40 Uhr am Nachmittag landete der Flug erfolgreich auf dem Amsterdam Flughafen Schiphol. Nach der Landung informierten die Piloten das Bodenpersonal und das Wartungsteam über die Probleme, auf die das Flugzeug während des Fluges gestoßen war. Nach den notwendigen Reparaturen durch das Wartungsteam wurde das Flugzeug für seinen nächsten Flug freigegeben. Es sollte in Amsterdam abheben und zum internationalen Flughafen Ben Gurion in Israel weiterfliegen. Nach dem Beladen mit zusätzlicher Fracht wurde der Flug für die bevorstehende Reise vorbereitet. Für diesen Flug wurden neue Piloten und Flugingenieure eingesetzt. Die Verantwortung, das Flugzeug von hier aus zu fliegen, wurde dem 59-jährigen Kapitän Yitzhak Fuchs übertragen. Kapitän Yitzhak Fuchs war seit 28 Jahren bei El Al Israel Airlines tätig und hatte in seiner Karriere 25.000 Flugstunden gesammelt. Begleitet wurde er vom 32-jährigen ersten Offizier Arnon Ohad, der erst vor 10 Monaten zu El Al Israel Airlines gekommen war, und der 61-jährigen Flugingenieurin Gedalia Sofer, die seit 37 Jahren bei Israel Airlines arbeitet. Im Cockpit befanden sich neben dem Piloten und dem Flugingenieur auch eine 23-jährige Angestellte der israelischen Fluggesellschaft namens Anat Solomon. Anat Solomon war auf dem Weg von Amsterdam nach Israel, um eine andere Angestellte einer israelischen Fluggesellschaft zu heiraten. Obwohl der Flug 1862 um 17.30 Uhr vom Amsterdamer Flughafen abheben sollte, erhielt er aufgrund des regen Verkehrs auf dem Flughafen die Erlaubnis, um 18.20 Uhr zu starten, wie die Flugsicherung ATC mitteilte. Nach dem Beladen mit Fracht und dem Auftanken des Flugzeugs begannen die Piloten um ca. 18.05 Uhr mit dem Pushback-Prozess. Mit einer Ladung von 338,3 Tonnen begann Flug 1862 um ca. 18.21 Uhr abends mit dem Abheben von der Landebahn 01L. Der erste Offizier Arnon Ohad steuerte das Flugzeug, während der Kapitän für die Überwachung anderer wichtiger Systeme und Flugmonitore zuständig war. Der Flug hob um 18.22 Uhr am Flughafen Amsterdam ab. Das Flugzeug folgt seiner Flugbahn und macht allmählich eine Rechtskurve. In den nächsten 5 Minuten steigt das Flugzeug weiter und erreicht ohne Probleme eine Höhe von 6.500 Fuß. Um 18.27 Uhr, als das Flug über den Guimersee bei Amsterdam flog, hörten die Piloten plötzlich eine laute Explosion. Ein Triebwerk am rechten Flügel löste sich mit einem plötzlichen Ruck vom Flugzeug und das kaputte Triebwerk kollidierte mit dem anderen Triebwerk in der Luft, wodurch das zweite Triebwerk ebenfalls vom Flugzeug abbrach. Durch die gebrochenen Triebwerke wurde auch ein großer Teil des rechten Flügels schwer beschädigt. Ungefähr 10 Meter des Flügels waren vom Flugzeug abgebrochen. Mit einer lauten Explosion wurden die Menschen in der Stadt Amsterdam aufgeschreckt, als sie sahen, wie Feuerstücke und Trümmer vom Himmel fielen und die Bewohner in Panik und Angst versetzten. Genau in diesem Moment wurden einige Bootsfahrer auf dem Guimersee Zeuge, wie das Flugzeug am Himmel Funken sprühte und Feuer fing. Aus Angst vor einer unvorhergesehenen Katastrophe verständigten sie sofort über Funk die Rettungsdienste und die Küstenwache, um den Vorfall zu melden.
Als der erste Offizier im Cockpit die Warnmeldungen sah, die den Ausfall beider Triebwerke anzeigten, rief er sofort den Tower der Flugsicherung an und bat um die Erlaubnis für eine sofortige Rückkehr und Landung auf dem Flughafen Schiphol. Daraufhin wendete der Pilot das Flugzeug zügig auf der rechten Seite in Richtung Flughafen Schiphol und begann, Treibstoff aus den Tanks in die Luft abzulassen. Sobald der Notruf zum Mayday einging, gab der ATC Tower auch sofort alle Flugzeuge frei, die in der Nähe des Flughafens flogen, und räumte die gesamte Flugroute, um sicherzustellen, dass Flug 1862 problemlos eine Notlandung durchführen konnte. Der Fluglotse versuchte, den Piloten erneut zu kontaktieren, um sich nach den Problemen mit dem Flugzeug zu erkundigen, damit die Notfalldienste am Flughafen entsprechend vorbereitet werden konnten. Der Pilot informierte den Fluglotsen über das Feuer in Triebwerk Nummer 3. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten weder der Pilot noch der Fluglotse genaue Informationen über den Zustand des Flugzeugs und sie konnten das Ausmaß des Schadens, den das Flugzeug erlitten hatte, nicht einschätzen. Obwohl die Warnmeldungen auf dem Cockpit den Piloten zu der Annahme verleiteten, dass beide Triebwerke nicht funktionierten, hatten sie keine Ahnung, dass sich neben den beiden Triebwerken auch ein erheblicher Teil des Flügels vom Flugzeug gelöst hatte. Außerdem war es aufgrund der Konstruktion der Boeing 747 für die Piloten extrem schwierig, die Triebwerke vom Cockpit aus zu überprüfen. Das Triebwerk an der Außenseite des Flügels konnte er einigermaßen sehen, aber es war fast unmöglich, das Triebwerk an der Innenseite des Flügels zu sehen. Während er ständig mit dem ATC Tower kommunizierte, steuerte der Pilot das Flugzeug zurück zum Flughafen Schiphol. Der Pilot bat die Flugsicherung um die Erlaubnis, auf der Landebahn 27 zu landen, und der Fluglotse wies sie an, sich mit der Anflugskontrollstelle in Verbindung zu setzen. Da das Flugzeug immer noch in einer Höhe von 5000 Fuß flog und der Flughafen nur 7 Meilen entfernt war, konnte es nicht direkt auf dem Flughafen landen. Daher wies der Fluglotse den Piloten an, im Sinkflug eine Rechtskurve über die Stadt Amsterdam zu fliegen, damit das Flugzeug seine Höhe verringern und sich für die Landung auf der Piste vorbereiten könne. Während der Landung fuhr der Pilot die Klappen aus, um die Geschwindigkeit und Höhe des Flugzeugs zu kontrollieren. Da die inneren Hinterklappen mit dem Hydrauliksystem von Motor Nummer 1 verbunden waren, der noch funktionierte, fuhren sie ordnungsgemäß aus. Die äußeren Hinterkantenklappen waren jedoch mit dem Hydrauliksystem von Triebwerk Nummer 4 verbunden, das ausgefallen war, sodass sie nicht ausfuhren. Außerdem fuhren nur die Vorderkantenklappen des linken Flügels aus, weil ein erheblicher Teil des rechten Flügels beschädigt war, was das Ausfahren seiner Vorderkantenklappen verhinderte. Da die Klappen nicht richtig funktionierten, wurde es für den Piloten immer schwieriger, die Richtung des Flugzeugs zu kontrollieren. Der Pilot informierte auch den Fluglotsen über dieses Problem. Da beide Motoren auf der rechten Seite ausfielen und die Klappen nicht funktionierten, erzeugte der linke Flügel mehr Auftrieb als der rechte. Infolgedessen begann das Flugzeug schnell nach rechts zu kippen. Um die Sinkgeschwindigkeit des Flugzeugs zu kontrollieren, versuchte der Pilot, die Leistung des linken Triebwerks zu erhöhen, wodurch sich das Flugzeug noch schneller nach rechts neigte. Der Pilot versuchte ständig, das Flugzeug nach links zu drehen, aber das Flugzeug neigte sich unkontrolliert und mit hoher Geschwindigkeit nach rechts. Das Flugzeug sank schnell und geriet außer Kontrolle des Piloten, sodass es stark nach rechts kippte. In einer verzweifelten Situation versuchte der Pilot bis zum Schluss, die Kontrolle über das Flugzeug wiederzuerlangen. Die Leute im Kontrollturm, die von der Stadt aus zusahen, sahen einen Feuerball und Rauch aus der Mitte der Stadt aufsteigen und ihnen wurde klar, dass alles zu Ende war. Das Flugzeug stürzte inmitten der hohen Gebäude der Stadt Amsterdam ab. Das schwere Frachtflugzeug durchschlug ein mehrstöckiges Wohngebäude und riss in der Mitte ein riesiges Loch. Der Aufprall war so stark, dass alle Wohnungen im Umkreis von 120 Metern um das 10-stöckige Gebäude zerstört wurden.
Unmittelbar nach dem Zusammenstoß brach im gesamten Gebäude ein Feuer aus. In ihrer Verzweiflung, ihr Leben zu retten, begannen die Menschen, aus dem zehnstöckigen Gebäude zu springen. Rundherum waren Zerstörung und Tod zu sehen. Bei diesem tragischen Vorfall kamen neben den vier Menschen an Bord des Flugzeugs auch 39 Menschen, die sich in dem Gebäude befanden, ums Leben. Obwohl die Behörden den Tod von 39 Menschen in dem Gebäude bestätigten, gab es nach Angaben des Bürgermeisters von Amsterdam mehr als 240 Menschen, die in dem Gebäude lebten und die bei dieser Tragödie unentdeckt blieben. In dem Gebiet, in dem sich der tragische Vorfall ereignete, dem sogenannten Belmechmir, lebte eine große Anzahl von Einwanderern ohne Papiere aus Ghana und Suriname. Dadurch war es schwierig, die verstorbenen Personen genau zu identifizieren und der Aufenthaltsort der vermissten Personen konnte nicht ermittelt werden. In der Nähe der Absturzstelle wurden Mahnmale zum Gedenken an die Menschen errichtet, die bei dem Unfall ihr Leben verloren haben. Jedes Jahr findet an dieser Gedenkstätte eine Gedenkzeremonie statt, bei der Tribut gezollt wird. Und während dieser Zeit überfliegen keine Flugzeuge das Gebiet als Zeichen des Respekts. Boeing 747-Flugzeuge sind so konstruiert, dass bei einer Beschädigung eines Triebwerks der daran befestigte Sicherungsstift das Triebwerk vom Flügel abtrennt, um weitere Schäden an den Flügeln und dem darin enthaltenen Treibstoff zu verhindern. Die niederländische Flugsicherheitsbehörde stellte fest, dass die Triebwerksexplosion auf eine zu hohe Ladung zurückzuführen war. Der am Triebwerk angebrachte Sicherungsstift funktionierte nicht richtig, wodurch das beschädigte Triebwerk einen erheblichen Teil der Tragflächen beschädigte und es unmöglich machte, das Flugzeug zu steuern. Der Rest unseres Videos für heute endet hier. Wenn dir das Video gefallen hat, like es bitte und teile es. Und wenn du neu auf dem Kanal bist, solltest du ihn abonnieren. Wir sehen uns bald in einem anderen interessanten Video wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen!